Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Langzeitpark-Video. Und ja, jetzt einem anderen Park, den habe ich angefangen im Stream gestern und der läuft viel besser und ich habe jetzt natürlich auch viel mehr Wissen. Es ist eigentlich nicht viel anders, einfach dass ich zuerst auf Vivarien gegangen bin. Die lohnt sich am Anfang viel mehr. Dann den ersten Zoo, also das erste Gehege, genau. Mit den Schuppentieren, chinesischen Schuppentieren. Denen geht es gut, relativ. Ja, die Dinge sind so ein bisschen faul, die Zoopfleger und so. Und Tierpfleger. Und dann auch noch die Pfauen, damit ich mehr von diesen Punkten bekomme. Arterhaltungspunkte. Und es geht gut. Also, so langsam habe ich das Wissen. Der Einstieg war recht schwer. Aber danach ging eigentlich alles flott. Einfach die Bugs nerven. Es sind sehr viele Bugs. So, und die Gehege sind immer beschädigt, weil die Techniker einfach nichts machen. Ich habe genug Techniker, also ich weiß nicht, was los ist mit dem Spiel noch. Ich werde es aber auf jeden Fall weiterspielen. Ich möchte auch da noch die Gorillas, dieses Event hier, ein bisschen machen. Es wäre nicht mehr viele, das Spiel. Da machen wahrscheinlich alle mit, also alle Spiele mit. Und da möchte ich auch noch ein bisschen, einen halben Prozent oder so Ding haben. Aber die sind sehr teuer und da muss ich einfach diese Pfauen verkaufen und die Schuppentiere. Nicht verkaufen, freilassen, genau. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen vorgespult, also ich bin jetzt weitergekommen, habe viel Geld und so. Und ja, habe Läden gekauft, die. Ja, ist noch nicht so besucht werden, leider. Oder nicht mehr gerade. Ja, der da. Und der ist eigentlich auch beliebt. Also der da ist Balance, also allgemein. Ja, eigentlich Balance. Und Arterhaltungs, glaube ich, Produkte. Und hier sind vor allem die Hüte, genau. Oh, und die kann man auch, bei denen kann man auch kurz den Preis erhöhen. Ich mache immer 20 jetzt. Höher. Nicht viele Produkte. Gut. Schauen wir mal kurz die Tiere an. Das habe ich da im ersten Part ja noch nicht so gewusst, dass man die immer unter Kontrolle halten muss. Und ja, das Männchen ist gestorben. Nehmen wir das weg. Wir müssen noch ein Männchen reintun, sonst bekommen wir keinen Nachwuchs mehr. Schauen wir mal gleich, wo die sind. Hier, ein Männchen. Ja. Beim Geld muss ich ja nicht schauen. So. So, dann haben wir hier. Also, wir haben wieder den Bildschirm mit den Tieren. Ja, jetzt ist wieder eins geboren. Ja, 0,1 Jahre. Hier haben wir. Okay, kommen irgendwie nicht Junge über. Das hat großer Unterschied. Bei den Schnabeltieren lassen wir das noch. Bei den Pfauen, die waren zu jung, jetzt sind sie genug alt. Da habe ich übrigens ein Albino bekommen. Könnte ich einen Albino eigentlich freilassen? In einem. Der wird langsam ein bisschen alt. So, dann haben wir noch zwei und drei Männchen. Ein Männchen noch. Das ältere. So. Und ja, ist eigentlich auch schon alt. Also lassen wir den noch ein bisschen leben. Freilassen. Ja, 32. Wieso gibt der Anaf nur so wenig? Keine Ahnung. Ist jung oder so? Ja, gut. Die Forschung geht auch extrem schnell. Ist eigentlich fertig jetzt, die Spinne. Ja, unbedingt Anaconda. Dem muss es besser gehen. Die haben nämlich nur zwei Platz in einem Käfig. Das ist viel zu wenig. Sollten mindestens sechs oder so sein.
immer noch beschädigt. Ah. Vielleicht muss ich wirklich einen anderen Sound. Ich glaube, die Tiere machen das hundertprozentig kaputt, weil es nicht so stabil ist. Muss ich einen anderen Sound machen, aber das ist jetzt nicht so der Bringer. Das Käfig ist ein bisschen leer, weil die Tiere eigentlich nicht mehr brauchen. Können wir gleich mal noch kurz schauen. Ja, also ich hab's in der Mitte. Sollte gut sein. Am besten in der Mitte halten. Weil es könnte sich verändern. Eventuell, ja, die Bäume wachsen eigentlich nicht und so. Aber plötzlich ist dann wieder zu wenig oder zu viel. Keine Ahnung. Jo. Suche sind, also andere Spiele sind momentan nicht drin. Und machen wir doch mal ein bisschen schneller wieder. Oh, jetzt haben sie Hüte auf. Zum Beispiel hier. Gehen leider nach Hause. Kein Geld mehr oder so, aber Automaten habe ich, oder? Keine? Doch, doch, vorne. Ja. Also die sollten eigentlich wieder Geld abholen können müssen. Aber momentan geht es wieder ein bisschen zurück. Irgendwas, ja, vielleicht weil wir die Tiere verkauft haben. Okay. Ja, das wird abgeschlossen. Ist voll, noch nicht voll. Dann schauen wir wegen den Jobs, also, ja. Neue Shops. Also da haben wir eigentlich Milchshakes und so. Pipeshot Water. Missy Good. Und man sieht nie, was es ist. Man sieht leider nie, für was es gut ist. Machen wir doch am Anfang ein paar so, Stände hin. Und Just a Momento ist eigentlich sehr beliebt. Max Elemente. Max Elemente. So. Und jetzt brauchen wir scheinbar noch Verkäufer. Taco. Oh, Essensstand. Ja, dann ist es ja klar. Oder ein bisschen mehr. Sind teurer, hä? Das sind zwei Essensstände. Ich weiß ja nicht. So, hier ist wahrscheinlich fertig. Noch nicht ganz. Getränke. Also vor allem bei den Tieren und so ist es ein sehr interessantes Game. Leidet aber an Balancing-Problemen und Bugs. Beides ist leider, ja, noch ein bisschen schwer zu fixen scheinbar. Also sie haben recht viele Absturzsachen und so gefixt. Aber noch nicht so viele Texturen und eben diese Balancing-Probleme. Da haben sie irgendwie ein bisschen Problem, habe ich so das Gefühl. Es ist jetzt noch zu früh zu sagen, ob sie jetzt das Spiel wirklich balancieren können und so. Aber die Pflege, also alle Berufe hier und ja, die Verkäufer sind einfach zu ineffizient. Und die Tiere vermehren sich zu schnell. Also die weniger, ja, zum Beispiel die Spinnen. 6, 7 Nachwuchs auf einem, oder? Es ist ja realistisch, aber mach doch mehr Platz in den Vivaren dafür. Es ist wirklich einfach nur kurz mehr Platz machen. Unglaublich. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, Spielspaß nervend. Es ist immer ein Zaun beschädigt. Ich muss unbedingt bessere Zäune irgendwie machen. Ein bisschen, okay. Da ist jetzt voll, dann machen wir Zäune. Ja, da gern. Gut, der hat auch etwas zu tun. Nichts zu tun. Schuppentier.
Ja, der Goliath-Käfer, der hat sich so fest vermehrt. Den habe ich rausgespielt. Tut mir schon fast ein bisschen leid. Okay, 5 Sterne. Für Gehege 1 und Gehege 2. Kein Stern. Ist nichts schön. Unglaublich. Hat sie hart gesehen. Und die Bildung geht einfach nicht hoch. Ich mache so viele Sachen hin, dass hier sind überall Gegenstände. Aber ja, die Bildung geht einfach nicht hoch. Ich sollte doch hier schauen können, oder? Muss ich da irgendwas hinschreiben? Geht nicht. Keine Ahnung. Naja, gut. Das Game kam erst raus. Geben wir dem Game noch ein paar Monate Zeit. Aber eben, das sollten sie eigentlich in der Alpha oder in der Beta machen. Und nicht in der Release-Version. Deshalb, ja. Ich spiele jeden Tag weiter. Ich habe die Freude. Aber eben, glücklich bin ich noch nicht, natürlich. Und ja. Ich denke, ich mache jetzt auch nicht so ein langes Video. Weil es einfach zu wenig zu zeigen hat. Weil man zu wenig schnell vorwärts kommt. Man hat halt immer wieder Probleme, weil die Tiere sich zu viel vermehren. Und halt, ja, die Verkäufe nicht immer bei Ort sind und ja, Gehege nicht repariert werden oder einfach ein Geschlecht bei einem Käfig, also Gehege, einfach ausstirbt, oder? Also, es ist nicht balanciert. Und deshalb, ja, bin ich jetzt noch nicht so glücklich. Aber ich habe das Spiel wenigstens gecheckt und kann jetzt eigentlich weitermachen und die Probleme halt so ein bisschen lösen, indem ich halt immer wieder diese Techniker rufe und so weiter und den Stromkasten endlich mal auswechseln kann. Stromkasten. Oh, Solarmodul, aber das ist mega teuer wahrscheinlich beim Unterhalt. Das mache ich sicher mal hier irgendwo hin und hatte keine gute Reichweite. Aha, und es wird rot. Muss also hier unbedingt zwei hier rein tun. Bitte geh auch rot, blau. Hallo. Vorher war doch schön blau. Ist jetzt nicht mehr blau. Ah, jetzt. Hä? Hat sich hin platziert. Ah, das Spiel nervt manchmal beim Platzieren. Hä, wohin geht? Wo ist denn das? Ja, okay, bei einem Weg, aber kann ich das nicht zuvor machen? Ja, dann bleibt halt eins. Oh, jetzt ist es wieder blau, okay. Ja, und jetzt ist Nacht. Sieht man wieder nicht viel. Das ist der Engine, also die Überbeleuchtung verschuldet. Sollten sie eigentlich weniger machen. Okay. Richtiger Weg natürlich. Okay. Ja. Wer mir helfen kann, bitte gerne. Dann habe ich natürlich auch wenig Kritik, wenn es auch irgendwie anders lösbar ist. Natürlich sind manche Sachen einfach noch zu schwer, zu kompliziert gemacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, man sieht es jetzt nicht so gut, aber so diese Teil platzieren will, es will einfach nicht, wenn man den Mauszeiger drauf tut, es will einfach nicht hinklatschen. Man muss es manuell richtig anordnen und so, das ist umständlich, aber gut. Ja, und die Dorfbewohner, also Dorfbewohner, die Zoobesucher, die bleiben manchmal einfach so stecken oder finden irgendwie keinen Weg raus, obwohl sie eigentlich hier links umgehen können. Wegfindungsprobleme halt. Gut. Aber dennoch, ja, schon ziemlich gutes Spiel. Nur diese Punkte nerven halt, weil sie sehr fürs Spiel wichtig sind. Und wenn die nicht gefixt werden, relativ schnell, ja, das sehe ich schwarz für das Spiel. Es werden sicher viele DLCs rauskommen und die werden wahrscheinlich dann nicht gekauft werden. Weil das Spiel halt nicht so viel Spaß macht, wegen den Bugs und Balancing-Problemen. Aber ich habe noch den Spaß, also ich werde weitermachen, solche 2 Stunden pro Tag spielen. Und ja, mal schauen, dass ich die Gorillas holen kann, die sind nämlich so mega teuer.
Das geht nicht. Wie heißen sie denn? Berggorillas, glaube ich, oder so. Flachlandgorilla. Filter. Und jetzt muss ich hier noch ein Filter ausmachen irgendwo. Halte, glaube Es will keine Anzeigen, also alle sind wahrscheinlich schon gekauft worden von anderen Spielen. Ja, kann ich es leider gerade gar nicht zeigen. Aber gut. Bis zum nächsten Mal, ja. Und viel Spaß noch mit anderen Videos oder mit was ihr macht gerade. Tschüss.